Moin und Weidmannsheil. Mein Name ist Gerd Brinker, bin gelernter Fleischer, ich bin natürlich auch Jäger. Und mir ist sehr daran gelegen, dass wir Wurst und Schinken zu Hause zubereiten können. Nicht nur mit professionellen Maschinen, sondern auch einfach. Die einfachsten Dinge zu Hause ausprobieren, heute Frühstücksfleisch. Das Frühstücksfleisch muss jetzt nicht zwangsläufig gewolft werden, das kann man auch schön fein mit Messer schneiden, dann können wir das genau so machen. Vorbereitet habe ich 5 Kilo. Ich habe hier 2,5 Kilo mageres und durchwachsenes Fleisch. Ich habe hier ziemlich sehniges Fleisch. Alles das, was ich an Sehnen abschneide, was ich von den Läufen habe, kann ich, so wie hier, das ist Beinmuskulatur mit Sehne, in diesem Frühstücksfleisch im Glas alles mitverwenden. Durchgedreht, gibt das nachher im Glas, wenn es gekocht ist, ein bisschen gelierte Masse. Ein bisschen Aspik habe ich in den Gewürzen auch mit drin. Majoran, Zwiebelpulver, ein bisschen Muskat, ein bisschen Paprika, Salz, Pfeffer. Die gesamte Rezeptur findet ihr natürlich bei pirsch.de. Variationen nach links, nach rechts, nach oben, nach unten könnt ihr immer selber für euch das Beste raussuchen. In meinen Rezepten, die da stehen, ist immer die Gesamtmasse gemeint. Fleisch inklusive Fett ist bei mir als Fleisch, als Gewichtsangabe. Ich gebe mein Fleisch rein. Ich rühre das Gewürz ein kleines bisschen um. Hebe das Gewürz ein bisschen unter. Der ein oder andere fragt sich vielleicht, warum ich Handschuhe anhabe. Ich finde es einfach angenehmer, wenn man das Fleisch anmengt, dann hat man nachher das ganze Eiweiß nicht an den Händen. Und so kann ich dann auch durchaus gleich die Handschuhe einfach ausziehen, brauche nicht erst ans Waschbecken laufen, um die Gläser nachher anzufassen, damit die Gläser nicht so schmierig werden. So, bei diesem Fleischwolf ist natürlich ein Stopfer dabei. Aber die sind so konstruiert, dass der lange Finger selbst da nicht bis unten an die Welle kommt. Also der ist auch ohne sicher. Wenn ich das Fleisch vorher anmenge, habe ich natürlich zwischendurch auch schon einen gewissen Mischeffekt. Das heißt, das, was vorne durchkommt, hat das Gewürz auch schon ein bisschen verteilt, nimmt mir ein bisschen Arbeit ab. Das Einzige, wo ich halt darauf achten muss, ich habe jetzt Nitritpökelsalz mit drin, dass ich nicht Nitritpökelsalz und danach mit Kochsalz arbeite, weil dann die Kochsalzprodukte eine andere Farbe bekommen, als man das gewöhnt ist. Die versuchen dann auch umzuröten an einigen Stellen, das gibt dann hässliche Flecken nachher im fertigen Produkt. In der Schale, ich weiß nicht, ob man das jetzt so sehen kann, ist an der Seite noch ein bisschen Gewürz drin, spielt überhaupt keine Rolle, wir lassen es da ja reinlaufen, mengen das dann gleich mit unter. Und dann wird das Ganze natürlich auch wieder mit untergemischt. Und dieses ganze Sehnige, was ich normalerweise vielleicht mit in den Gulasch geschmissen hätte oder für was auch immer in diesen Gläsern, möchte ich ja gern, dass das Kollagen und Elastin ausgekocht wird, damit ich in diesen Gläsern nachher dieses Gelee habe. Vom Hausschwein wird man dann Schwarte dazu nehmen. Da wir die aber nicht haben bei unserem Wildtieren, versuchen wir das dann mit ein bisschen Aspik zuzusetzen. Richtig fest wird die Masse dann natürlich erst im Kühlschrank. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das auch im Anschnitt nachher noch zeigen, wie das fertige Produkt aussieht. Und natürlich hoffe ich, dass alle die, auch vor allen Dingen die hinter der Kamera, nachher einen wunderschönen Gesichtsausdruck haben, wenn sie unsere fertigen Wildprodukte auch selber dann kosten dürfen. So, Fleisch fertig durchgedreht. Das Ganze eingemengt, untergemengt, vermischt. Wichtig dabei, Salz und diese Reibung, die ich hier mache, diese Reibung lösen die Eiweiße. Und durch das Lösen der Eiweiße bekomme ich so eine schöne klebrige Masse. Und diese klebrige Masse sorgt dann dafür, dass beim Kochvorgang
oder auch bei einer Bratwurst der Bratvorgang durch Erhitzen das Eiweiß sich dann im Prinzip fest verbindet und wir eine schöne Scheibe bekommen. So, und immer über den Boden oder die Wand von einer Molle, von einer Kiste, immer drüber herreiben. Und dadurch sieht man dann schon, so wie hier, so eine schöne klebrige Masse. Und das sorgt dann dafür, dass wir nachher auch ein schönes Schnittbild haben, wenn wir das Glas stürzen und das dann wie Aufschnitt nachher aufschneiden können. Wenn das schön kalt gelagert ist, bleibt dann nachher sogar mit ein bisschen Glück das Gelee drumherum. So, alles vermengt. Fett, Gewürze, alles was ich hier sehe. Eine schöne, gleichmäßige Masse. Wenn ich so wie hier im Gehackten möchte ich die Sehnen natürlich nicht drin haben. Hier sind die gewollt, gewünscht, damit wir nachher ein perfektes Produkt rauskriegen. Auch für zu Hause darf es ja ruhig gut aussehen. Da war noch ein bisschen Paprika hier. Da muss ich da noch mal durchmengen. So. In dem Füller ist hier ein Ventil drin. Das muss ich einmal einsetzen. Wenn ich jetzt die Masse einfülle und der Füller ist nicht ganz voll, ist oben drin Luft. Durch das Ventil kann die Luft dann oben raus und ich habe keine Luft mehr in diesem Füllkolben. Immer mit Schmackes, mit Wucht da rein, damit ich möglichst wenig Luft unten drin habe. So, die ganze Masse habe ich jetzt hier in dem Füller. Ich drücke die ein bisschen platt. Das ist jetzt ein 6 Liter Füller. Dieser Füller hat jetzt 5 Kilo Masse. Ich habe oben ein bisschen Platz. Die Dichtung fängt erst relativ spät an, damit das Ganze auch funktioniert. So, da ist das Ventil. Schiebe ich jetzt wieder runter. Wenn der Kolben runtergeht, durch das Ventil geht die Luft raus. Anschließend habe ich ein luftfreies Füllen. Der Zylinder steht drin, Masse ist drin, der Kolben wird einmal runtergefahren. Hier hinten kann man gleich sehen, wenn dann der Kolben an die Masse drankommt, geht das Ventil hoch. So, dann kommt hier vorne die erste Masse raus. Den Hebel einmal eine halbe Umdrehung zurück. Wir nehmen uns die ausgespülten Gläser, die Deckel sind vorher in heißes Wasser gelegt worden, damit die Gummidichtung ein bisschen geschmeidiger wird und die Deckel auf jeden Fall sauber sind. Nehme ich einfach eine dicke Tülle, das Glas davor. Wichtig ist, dass der Inhalt in einem Stück da drin ist. Ein bisschen flatt gedrückt. Ganz wichtig, der Rand muss immer sauber sein. Der Deckel muss immer sauber sein. Drauf und kräftig zudrehen. Und dann ist die ganze Sache in diesem Glas schon fertig. Wenn ich das Ganze mit der Hand fülle, das heißt, ich nehme mir einen Klumpen Masse, das Ganze in das Glas schmeiße, dann sollte ich gucken, dass ich in etwa die Menge habe, die in das Glas passen. Wenn ich nachher was dazugebe und das festdrücke, das fällt nach dem Kochen von ganz alleine wieder ab. Das hält nicht. Gibt keine schöne Scheibe. Zugedrückt. Kräftig zugedreht. Wichtig mit dem Füller, mit so einem Handfüller immer eine halbe Umdrehung zurück machen. Ich zeige mal einmal, was passiert, wenn man es nicht macht. In dem Kolben bildet sich Druck. Ich drehe nicht mehr und der Druck geht nach vorne raus. Deswegen immer eine halbe Umdrehung zurück machen. Rand ist sauber, ganz sauber, Deckel auf, zugedreht. So, wenn die Gläser nachher fertig sind, ich fülle die jetzt gleich noch zu Ende, kann man die durchaus aufeinander in den Topf stellen und dann bleiben die 1,5 bis 2 Stunden in dem Topf stehen. Das Wasser muss nicht sprudeln, aber es muss über 85 Grad sein. Also wenn die so ein bisschen sieden, ist das vollkommen zu Hause ausreichend. Frühstücksfleisch. Produziert war es, gekocht haben wir es jetzt auch. Gläser sind fertig, eine wunderbare Sache. Das Ganze sieht von innen
so aus. Und ich kann euch eins versprechen, mit der Würze aus dem Rezept, das steht in der Beschreibung oder im Sonderheft, ein absoluter Genuss. Probiert's aus, viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit.